Suche nach den Komplizen des Dieb. Wie soll ich bei dem Nebel eine Rose finden? Eine Rose, aha. Beauty and Jemand the Beast. Kümmert sich um die Beete. Verstehe. Lila Rosen sehe ich aber keine. Und wie er aussieht, ist er wohl die Schönheit. Die Schönheit. Der Schöne und das Biest. Müssen wir eine Blume pflücken. Eine schöne Blume. Recht abgenutzt. Viel benutzt. Eine Bank. Frage mich von wem. Das Wasser ist eisig, wie ein Bergfluss. Nase kratzt. Ah, eine Frischer Steine. Dung. Eine Steine. Säcke. Steine. Komm ich auf Steine. Das ist ein Geruch. Und dem folgen. Ein Grab. Hier? Ja, wir können die Gräber plündern. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber... Ein Grab? Hier? Oder auch nicht. Können Sie nochmal untersuchen. Können wir dem durch und dem Kopf ein bisschen folgen? Ist noch Sachen? Bienenstöcke, gepflegt, aber in Winterruhe. Ah ja. Und hier haben wir noch was. Was haben wir da oben? Eine Staffelei. Das Holz ist komplett verrottet. Keine lila Rose. Vielleicht irgendwo hinten. Ich hab's nicht ganz mitgekriegt. Warum genau suchen wir nach einer Rose? Aus welchem Grund? Kaputte Lampe und zertrampelter Boden. Hier wurde was entlang geschleift. Eine Leiche. Und ein Betäubter. So klingt mit der geradenfolgenden Spuren auf dem Boden. Oha. Hier wurde ein Verwundeter entlang geschleift. Wir haben einfach geklopft. Spuren von Nagelstiefeln kommen aus dem hinteren Teil des Gartens. Oha. Es gibt Ärger. Eine Katze. Zisch ab, Mieze. Hier ist es. Was ist das? Gräbt da jemand? Klingt so. Schwarzkatze. Ein Dietrich. Muss dem anderen Dieb gehört haben. Oder die Katze streicheln? Schade. Schlüssel benötigt. Ah ja. Ah, da drüben gräbt jemand. Vergräbt hoffentlich keine Leiche. Gräber ohne Grabstein, aufgereiht wie ein Blumenbeet. Hey.
Hörst du mich? Scheinbar nicht. Der andere Dieb, verstümmelt. Wer bist du? Er hat die Beine zusammengetackert. Das ist kein lebender Mensch. Oha, ein Dementor. Verdammt. Dementor ohne Maske. Ohne. Was bewirken. Der Pedell. Oha. Boss war oben. Das ist ein Bosskampf. Oh verdammt. Hab ich kassiert. Dazu schlägt und dann von hinten. Das war nicht schlecht, aber er hat zu viel Geld. What the fuck. Zweite Phase sind so zu durch. Ausweichen. Nein. Er hält sich wieder verdammt zu, um die Kreatur zu heilen. Er macht schon über die Hälfte, sehr schön. Gesichtsloser. Aber der macht mir keine Angst. Solche Typen so oder so ähnlich hatte ich schon in meinen Albträumen. Das ist gar nicht mal so realistisch. Das ist ja kein erst meine Albträume. Einer von denen. Nicht drei Hirnstoff. Ihre Sachen bei mich. Oha, wir sollten heilen. Ich zwei Tränke genommen, doch nicht. Ein bisschen ausweichen, um zu heilen. Angenehm, heute Nacht werde ich wieder von ihm träumen. Der Busch ist fest. Nein! Ausweichen. Ich muss noch heilen. Hier noch beinahe. Den habe ich auch schon mal gehört. Was bedeutet das mal? Das gab es glaube ich schon. Aber
Faust war das mal Ding. Oder nicht? Nicht da richtig. Nee, war das nicht irgendwas Gelehrter oder so? Hat er das gehört? Ist nicht irgendwie ein Stellvertreter von einem Professor oder so? Nicht recht dran, aber. Albtraum vorbei. Was zum Teufel war das? Die Frage ist, gibt es noch mehr davon? Deformierte Organe. Wie kann das Ding lebendig gewesen sein? Die schwarze Katze ist auch sehr sass. Also, die Philosophen debattieren ja noch, was lebendig eigentlich heißt. Können wir die Katze bitte töten? Ich würde ja staunen, aber nicht nach dem, was ich gerade gesehen habe. Wer seid ihr? Tiere jedenfalls nicht. Betrachte uns als Freunde des Hauses. Was führt ihr für einen Mummenschanz auf? Hättet ihr mich nicht warnen können? Nein, wir sind zur Diskretion verpflichtet. Warum redet ihr dann mit mir? Warum? Nun, wir haben selten Gelegenheit, mit Menschen zu reden. Wir sind neugierig, was dich herführt. Ich brauche eine bessere Antwort als diese. Später. Was ist damit? Was könnt ihr mir dazu sagen? Ein Freund von euch? Wir haben ihn den Pedell genannt. So eine Kreatur habe ich noch nie gesehen. Woher kam sie? Von sehr weit fort. Der Pedell sollte Herrin Iris und das Haus bewachen. Er hat sich um den Garten und um ungebetene Gäste gekümmert. Ach du Scheiße. Es gibt noch mehr Herren. Fort. Woher denn genau? Der Name des Ortes würde dir nichts sagen. Kennt ihr den Hausherrn, den Eigentümer? Olgierd von Everreck? Ja, wir kennen ihn. Aber er ist fort. Seine Frau ist Hausherrin geworden. Fein. Ist die Hausherrin von Everreck da? Könntet ihr ihr ausrichten, dass sie einen Gast hat? Warum willst du sie sehen? Ich bin hier, um die lila Rose zu holen, die Olgierd Iris gegeben hat. Iris ist drinnen, oben in der Schlafkammer. Nimm diesen Schlüssel zur Hintertür. Aha. Ich muss mich wohl selber vorstellen. Es wird wahrscheinlich übel, wenn sie auch ein Monster, auch so ein Monster ist. Wie soll ich euch anreden? Wie jetzt? Unsere Namen behalten wir lieber für uns. Du wirst hier sterben. Da bin ich mir sicher. Aber ich werde wiederkommen. Ich hätte doch mal meditieren können, das wäre vielleicht besser gewesen. Meditieren. Nachts kämpft sich's besser. Erstmal looten. Düster hier. Ein Abstellkammer. Oha. Ist etwas. Kann man nicht einfach die Rose schnappen und raus hier? Das wird mir zu gruselig. Oh, hallo, die Scheune. Danke für den Lurk. Warum der Command nicht funktioniert, weiß ich auch nicht. Was zur Hölle? Mysteriös. Stream Maps macht wieder Probleme. Ich muss vorsichtig sein. Streamlabs ist gerade nicht da. Die Alerts werden hier. Ja, Streamlabs ist wirklich gerade nicht da. Das ist schlecht. Ich guck mal kurz. Können wir da vielleicht Streamlabs
Stream jetzt wieder offline. Ich hätte gern ein paar Alerts und so. Wenn halt jetzt wieder jemand hostet oder raidet oder so, das ist halt. Ne, ich will es nicht downloaden, ich will zur Website. Was los? Der Kommentar, der das funktioniert nicht. Alertbox. Okay, der funktioniert. Sind wir im richtigen Raum oder? Der Alert kommt. Der Alert ist. Der Alert sind da. Okay. Bier trinkt das Volk! Bier trinkt das Volk! Bier trinkt das Volk! Bier trinkt das Volk! Wait funktioniert auch. Okay. Tja, das ist nur die Commands, die gerade ein bisschen. Geblüht sind. Was habe ich gerade gemacht? Ich nehme mein Lieblingszeichen. Ach du Scheiße! Das habe ich befürchtet. Ich habe ein Schutzschild. So rum rübergeschossen, das Anwesen ist dann ihres. Oh weg. Wir haben das Monster gerade gesehen, was dort rausgekommen ist. Im Obergeschoss. Wie kommen wir denn ins Obergeschoss? Es ist dunkel hier, ich kann nichts sehen. Eine Tür hinten. Wir müssen wahrscheinlich durch. Verschwinde. Scheiße, ich hasse dieses Level. Ein wenig Böses. Brandschaden. Interessant. Schlimmer als Resident Evil. Ein Buch. Die Iris sollen wir suchen. Lass mich raten, das ist dieses Monster. Was uns hier jagt. Hallo, bist du im Schrank? Wahrscheinlich ja, der ist nämlich verschlossen. Ja. Das ist ja toll. Jetzt werde Licht. Alle glücklichen Familien gleichen einander. Jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Weise unglücklich. Zieh lieber das Schwert. Lieber raus und wieder rein. Ach du Scheiße. Soll ich dies hier? Ich sehe nichts mehr. Holy shit. Ausweichen.
Oh Scheiße, wir werden zerfleischt. Verdammt. Wird irgendwie vielleicht das bringen? Heilige Scheiße. Ja, beziehungsweise unheilige Scheiße. Und fast tot. Gebietzeichen. Das was. Nein! Wie soll das denn was werden? Das hält sich auch immer wieder. Holy shit. Echt tot. Wie soll das denn überstehen? Was für den Körper denn nicht wirklich? Und da hält sich wieder. Ist da irgendein Weg, die zu besiegen, ohne dass sie sich wieder heilt? Zwei Drittel hatten wir schon. Nein, nein! Lass die nicht endlich besiegen! Wir waren schon gut. Dann ist schon fast. Nein, nicht heilen. Nicht heilen, nicht heilen, nicht heilen, nicht heilen, nicht heilen. Ich hab's. Das war hart. Okay, ich würde gerne mal meditieren. Was zum Teufel war das? Das Haus brennt. Erstmal meditieren. Bis Mitternacht. Mitternacht kämpft sich am besten gegen Geister. Beziehungsweise die Gemälde brennen. Schlafgemach. Hier sollte Iris sein. Da ist sie auch. Das muss sie sein. Mist. Du wolltest sie sehen. Da ist sie. Man sollte seine Wünsche vorsichtig formulieren. Das hilft gegen Enttäuschungen. Soll das ein Witz sein? Warum habt ihr nicht gesagt, dass sie tot ist? Du hast nicht gefragt. Ah, und wieso ist sie nicht begraben? Wir können das nicht. Und dem Pedell, den du besiegt hast, hat sie zu Lebzeiten befohlen, sich für immer von ihr fernzuhalten. Aha. Wie ist sie gestorben? Wunden oder Kampfspuren sehe ich keine. Ihr Herz ist gebrochen. Das heißt, Herzinfarkt? Nein, es ist einfach geplatzt. Kaum zu glauben. Und doch genau das, was geschehen ist. Eines Tages schloss Iris die Vordertür ab, legte sich hierhin und starb an Trauer und Einsamkeit. Aha. Gab es bisher nur bei Star Wars. Je mehr ich erfahre, desto stärker wundert mich, dass ihr mir helft. Wir wurden herbeigerufen, um Iris von Everick zu dienen. Unsere Herrin ist tot, aber das entlässt uns nicht aus dem Dienst. Verstehe. Ihr wollt diesen Ort und diese Leichen verlassen. Überrascht? Nein, überhaupt nicht. Ihr Geist ist rastlos und zornig, greift Eindringlinge an. Warum? Herrin von Everick hat viel erduldet. Sie ist Gäste nicht gewöhnt und mag keine seltsamen Leute. Sie kann uns nicht hören. Ich muss wohl mit Iris Geist sprechen. Das wird nicht einfach. Unsere Herrin ist von Zorn und Bitterkeit erfüllt. Ich habe meine Methoden. Ich muss sie begraben. Aber der makabre kleine Friedhof des Pedells taugt nicht. Zu viel Blut, zu viel Angst. Sie war viel im Garten vor dem Haus. Dann vielleicht dort. Halt! Nimm den Schlüssel.
Er passt zur Vordertür. Gutes Hundchen. Kriege Schlüssel geschenkt. Na schön, ich steuere nicht. Jetzt kann ich wieder steuern. Finde einen passenden Ort, um sie zu begraben. Ich gehe direkt bei der Bank. Sie hat gerne hier gesessen, aber als Grab taugt der Platz nicht. Zu nah am Haus. Ich suche weiter. Ein Blumenbeet. Iris von Everick liebte Blumen. Sie würde sie nicht mal umknicken. Na gut. Ich hebe das Grab woanders aus. Bei der Staffelei. Der Ort scheint zu passen. Ja, sie hat gerne gemalt. Hatte Iris von Everick letzte Wünsche? Vielleicht, wie sie bestattet werden wollte? Sie hat den Tod gefürchtet, dass niemand zu ihrem Begräbnis kommt oder ein Abschiedswort sagt. Dann werde ich das wohl machen. Ich kannte Iris von Everick nicht, daher kann ich nicht viel über sie sagen. Das Schicksal wollte, dass sie ein Fremder zur letzten Ruhe bettet. Manchmal verwirrt das Schicksal unsere Wege und das Leben wird schwer zu ertragen. Doch im Tode verdient jeder Ruhe und Frieden. Schöne Worte. Dein Name steht in diesem Skizzenbuch. Vielleicht möchtest du es mit ins Grab nehmen. Ihr beiden, habt ihr letzte Worte für eure Herrin? Wir beteiligen uns nicht an menschlichen Ritualen. Wir vertrauen darauf, dass du den Gebräuchen Genüge getan hast. Ah ja. Die Überreste sind beerdigt. Zeit, sie zu rufen. Geplagter Geist, ich habe deine Gebeine beerdigt. Lass ab von deinem Zorn und Kummer. Zeige dich. Ah. Hübsch. Verzeih, dass ich aus deinen Gefilden rufe. Ich muss dich fragen... Ich soll dir folgen. Also schön. Hoffentlich Gemäldewelt. Das kann ja nur schief gehen.